Hallo zusammen, heute melden wir uns mal von draußen. Entschuldigt bitte die Geräusche im Hintergrund, aber hier ist eine relativ stark befahrene Straße. In den letzten Wochen haben wir ein paar Wasserspielzeuge getestet. Natürlich besonders auf die Tauglichkeit für sehr kleine Hunde. Da gibt es schon mal nicht wirklich sehr viel an Auswahl. Jelle, legst du dich bitte? Was man überhaupt probieren kann. Wir haben jetzt vier Sachen genommen. Als erstes haben wir angefangen mit einer kleinen schwimmbaren Frisbee. Ich blende euch gleich immer Fotos dazu ein mit dem Preis und auch nochmal welche Firma das ist. Diese Frisbee ist jetzt von Trixie gewesen. Ich habe mir da Fotos zu gemacht. Wie gesagt, die stelle ich euch gleich auch ein. Von Frisbee, von Trixie, die Dog Disc von Dog Ressort in ganz klein. Die hat 19 cm Durchmesser und kostet 4,99 Euro. Ja, es ist ein nettes Spielzeug. Jelle mag sie auch sehr gerne. Zum Schwimmen ist sie nicht wirklich geeignet, denn erstens ist sie sehr flach, wenn sie auf dem Wasser liegt. Die Hunde sehen sie sehr schlecht. Und zweitens, wenn sie falsch rum aufliegt und Wasser schwappt ein, dann geht sie unter. Und das ist nicht wirklich der Sinn von einem Wasserspielzeug. Ansonsten ein nettes Spielzeug. Bjelle mag es auch echt gern. Ist eine hübsche kleine Frisbee. Geh mal herum. Aber als Wasserspielzeug, wie gesagt, weniger geeignet. Als zweites haben wir gekauft von Wolters einen Boomerang. Der Boomerang kostet 5,99 Euro in der Größe M. Ist grundsätzlich auch ein sehr schönes Spielzeug. Zum Schwimmen wieder nicht wirklich geeignet. Gehst du mal bitte ein bisschen auf Seite? Danke. Denn er hat das gleiche Problem wie die Frisbee, er ist unglaublich flach und wenn die Hunde im Wasser sind und es ist nicht spiegelglatt im Wasser, sehen sie sie nicht mehr. Da kann die Farbe so toll sein, wie sie will, sie nehmen dieses Ding einfach nicht mehr wahr. Also auch hier ein schönes Spielzeug, als Wasserspielzeug nur sehr bedingt geeignet. Bringst du es mir? So ist es wirklich toll, es ist aus Gummi oder Naturkautschuk sogar. Die Hunde tun sich nicht weh, es ist leicht, es ist lustig, aber Wasserspielzeug ist es nicht. Dann kommt ein ganz toller Ball. Der ist von Trixie wieder. Im Original, das werdet ihr auf dem Foto sehen, ist an diesem Ende noch ein lilafarbenes Plastikding-Gummiteil befestigt. Ich habe gedacht, Mäusi, geh mal auf Seite, dass dieses Ding dazu führen wird, dass das so im Wasser schwimmt. Tut es aber nicht. Es ist im Grunde ein Gewicht und das Ganze schwimmt so im Wasser. Dieser Ball ist für einen Mini-Hund aber schon zu groß, um ihn richtig in die Schnauze zu nehmen. Meine Mäuse wollen das Spielzeug, wenn dann am Seil aus dem Wasser holen, das ist jetzt komplett unter Wasser. Ich habe jetzt schon dieses Gewicht abgemacht, aber die Schnur schwimmt trotzdem nicht richtig. Wir werden jetzt wahrscheinlich unten einen Korken einknoten und dann ist das Ganze schon ganz nett. Bjelle mag es sehr gerne im Wasser, obwohl sie fast tauchen muss, um es rauszunehmen. Aber sie findet es eigentlich ganz cool. Kostenpunkt 6,49 Euro. Und auch als Spielzeug außerhalb des Wassers. Echt nett, man kann zergeln, man kann es werfen und, was? Es quietscht. Es quietscht. Das letzte Spielzeug, was wir getestet haben, was uns am allerbesten gefällt, ist wieder von Anyone. Ein Knochen. Davon habe ich jetzt den Preis leider nicht mit abfotografiert. Ich glaube aber auch 5,99 Euro. Ich stelle es euch nachher mit rein. Dieser Knochen schwimmt wirklich so auf dem Wasser. Der Hund kann den Knochen nehmen, der Hund kann das Seil links nehmen, er kann das Seil rechts nehmen. Bjelle liebt dieses Spielzeug. Wir haben es einmal in grün gehabt, das ist leider irgendwo verschwunden. Wir haben es irgendwo liegen lassen.
Und jetzt haben wir es in Pink und zwar sogar zweifach. Sollten wir nochmal eins liegen lassen, damit wir nochmal eins haben. Also das ist unser absoluter Gewinner. Und wenn ich jetzt Punkte vergeben müsste von 1 bis 5, dann bekommen die Frisbee und der Boomerang als Wasserspielzeug definitiv nur 1,5 Punkte. Der Ball, da man ihn noch etwas umgestalten kann, bekommt 2 bis 3 Punkte. Der ist wirklich eigentlich schon ganz nett. Und dieses hier bekommt, weil es wirklich eine tolle Größe hat, eine super Schwimmfähigkeit, tolle Farben, bekommt 4,5 von 5 Punkten. So, und das Letzte, was ich euch gerne zeigen möchte, ist was ganz anderes, hat mit Wasserspielzeug nichts zu tun, ist aber total niedlich. Und zwar gibt es wunderschöne handgefertigte Gassi-Taschen von Roxy. Da verlinke ich euch auch in der Infobox unten. Sie hat einen Shop auf Facebook und auch eine Homepage. Diese Tasche habe ich mir machen lassen, nach meinen Wünschen. Natürlich pink, schöne Mädchenfarben und mit Schmetterlingen drauf. Du hast einen Hüftgurt, den du verstellen kannst, egal ob du wirklich sehr schmal oder sehr breit bist, das funktioniert. Dann hast du eine große Tasche. In dieser Tasche sind noch 2 kleine Einschubtaschen, wo du ein Schlüsselchen oder sowas reintun kannst oder auch ein bisschen Geld. Dann hast du befestigt einen kleinen Karabiner, in dem du noch was festmachen kannst. Und vorne die Tasche, die ist mit beschichteter Baumwolle ausgeschlagen. Das heißt, in dieser Tasche kannst du auch etwas klebrigere oder feuchtere Leckerlis gut transportieren. Ja, da sind auch welche drin, na klar. Kommst du aus dem Bild? Dankeschön. Kannst du dich hinsetzen? Sitzen? Super. Die haben wir jetzt wirklich fast überall dabei. Man kann sich die wirklich nach seinen Wünschen fertigen lassen, in allen möglichen Farben und Stoffkombinationen. Das Ding ist wirklich, wirklich super. Bei Roxana mache ich schon länger ganz, ganz viele Sachen. Wir werden auch im Herbst, Winter Bademäntel ausprobieren von ihr. Die Sachen sind immer unglaublich schön und super toll gearbeitet, ganz sauber. Sie gibt sich auch ehrlich Mühe, das relativ schnell zu machen. Manchmal gibt es natürlich Verzögerungen. Sie hat einfach viel zu tun, was ja toll ist. Dann muss man eben auch mal ein bisschen auf seine Sachen warten. Uns gefallen die Sachen ganz, ganz toll. Ich habe gerade in Auftrag gegeben, eine Tasche für meine Erste-Hilfe-Utensilien von den Hunden, die ich immer und überall mit dabei habe. Was hast du jetzt zu erzählen? Dann leg dich hin. Willst du das? Der Störenfried weiß natürlich, dass da Kekse drin sind. Mama Twist. Gut, Mama Round. Round, Round. Gut, eine Beuge. Auf, Beuge. Gut, und Pi. Pi. Gut. So, jetzt gehst du wieder aus dem Bild. Das würde ich euch also noch ans Herz legen, wenn ihr eine schöne Tasche haben möchtet, wenn ihr ein Geschenk haben möchtet, leg dich bitte. Wenn ihr ein Geschenk von jemandem braucht, dann ist diese Tasche wirklich ganz klasse. Sie macht auch ganz, ganz viele andere Dinge, von der Kosmetiktasche über Shopperbeutel, Umhängetaschen, also wirklich, wirklich Halsbänder, Geschirre für die Hunde. Ganz, ganz, ganz tolle Sachen. Kann ich euch nur ans Herz legen. Wirklich toll. So, das war's für heute von uns. Die Bjelle fängt auch ein bisschen an zu nerven. Die möchte gerne was tun, obwohl es so warm ist. Ich hoffe, es hat euch... Legst du dich bitte mal hin? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und sie hat euch nicht zu sehr die Ohren vollgebrüllt. Die Links zu den Spielzeugen, sofern es sie gibt, von dem blauen Ball habe ich leider keinen gefunden. Den gibt es aber bei Fressnapf. Nein, gar nicht wahr. Den gibt es bei Futterhaus, habe ich ihn gekauft. Die Links stelle ich euch nochmal unten in die Beschreibung. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.